Ein himmlisches Hallo und herzlich willkommen auf Engel TV. Heute geht es mit meiner spannenden Reihe über die Edelsteine weiter, und zwar mit dem Bergkristall. Der Bergkristall steht in direkter Verbindung zu Erzengel Gabriel und er ist ein sogenannter Master Healer Stein. Warum er das ist, werde ich euch ganz genau erklären. Doch zuvor mal ein kleiner Hinweis: Alles Wissenswerte über den Bergkristall findet ihr ab sofort auch in meinem Blog, unten unter dem Link oder oben auf das i klicken, und dann kommt ihr sofort zu dem wunderbaren Artikel, der natürlich auch kostenfrei ist, über den Bergkristall. Wie gesagt, der Bergkristall ist ein sogenannter Master-Healer-Stein. Ich finde, einer der wichtigsten Edelsteine überhaupt. Er bringt uns Klarheit in alle Lebensbereiche. Er hilft uns, vollkommen in den Ausgleich zu kommen und unserer Seele dabei das Bedürfnis nach Ausgleich zu erfüllen, beziehungsweise Klarheit darüber zu erlangen, wie wir wirklich zu diesem Ausgleich, zur Harmonie, zum Glück sozusagen kommen. Ne? Also der Bergkristall, ich liebe ihn sehr, sehr, sehr. Der hilft uns auch in allen Chakrenbereichen. Ne? Also Bergkristalle können alle Chakren klären. Er ist ja auch ein ganz klarer Quarzkristall, er ist ja weiß, beziehungsweise durchsichtig, und kann natürlich mit seiner Energie dementsprechend diese Klarheit auch zu uns transportieren. Ein unglaublich wertvoller Heilstein, wie gesagt, in Verbindung mit Erzengel Gabriel. Aber durch also die besondere Verbindung, dadurch, dass er aber kristallklar ist, also ein durchsichtiger sozusagen Stein, der ein weißes Licht in sich trägt, hat er natürlich alle Erzengel-Energien in sich. Wir können ihn zum Beispiel gemeinsam mit Erzengel Raphael dafür nutzen, unser drittes Auge zu öffnen, zu klären, zu reinigen, zu befreien. Alles, wo es um Klärung geht, da hilft uns der Bergkristall unglaublich weiter. Ne? Also ich persönlich mag Bergkristalle unglaublich gern, und ich finde es ganz, ganz toll, mit ihnen zu arbeiten. Ne? Und in meinem Blog findet ihr dementsprechend auch alles dazu, wie lädt man ihn auf, was macht man mit dem Bergkristall, wie könnt ihr ihn an die Engelenergie anschließen und. Also da könnt ihr natürlich ganz, ganz viel machen. Immer, wie ich denke, wenn man sich für Edelsteine interessiert und die Heilkraft der Steine nutzen will, ist der Bergkristall ein absolutes Muss, wenn es darum geht, die Kraft der Steine in sein Leben zu holen. Also ich empfehle dir das sehr, 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 und wie gesagt, noch mehr Informationen und ganz viel Wissen um den Bergkristall findest du unter dem Link im Beschreibungstext und hier oben auf das i. Einfach mal draufklicken, durchlesen und dich informieren. Ich freue mich natürlich, wenn ich dir mit diesem spannenden Beitrag über den Bergkristall helfen konnte.